Hallo Leute, herzlich willkommen zu Crunchtime United und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Handball 17 hier auf diesem Kanal. Und ja, es ist Mittwochmittag und heute Abend steigt ein sehr gutes Spiel in der DKB Handball Bundesliga, nämlich die Neckarlöwen sind zu Gast bei Hannover Burgdorf. Der zweite beim sechsten finde ich gar nicht mal so schlecht. Das Voting von der letzten Folge war leider so fast gar nicht vorhanden, sodass es kein Team gab, für das mehrfach gewotet wurde. Dann habe ich die freie Auswahl. Immerhin hat sich jemand, glaube ich, die Rhein-Neckar-Löwen gewünscht. Flensburg gegen PSG war noch in der Auswahl. Auch ein sehr starkes Spiel in der Champions League. Da die Flensburger letzte Woche schon dran waren, habe ich gedacht, nee, komm, ein bisschen Abwechslung muss da schon rein. Ich gehe mal hier direkt ins Spiel, beziehungsweise in die Mannschaftsaufstellungen, bevor ich mich jetzt hier total verquatsche. Torhüter bei den Rhein-Neckar-Löwen hier Appelgren. Ich hoffe, er spricht sich Appelgren. Und eigentlich nicht der, sondern, soweit ich das gesehen habe, Andreas Palicka oder Palicka, ich weiß es nicht. Aber beide relativ ähnlich stark, was die Statistiken angeht. Beide liegen nämlich so bei, ich weiß nicht, 34% gehaltener Bälle, etwas über 34%. Wer mir richtig gut gefällt, ist natürlich neben Andi Schmid, ist natürlich Kollege Sigurdsson. Der hat, glaube ich, schon 100 Tore in der Liga gemacht in dieser Saison. Und das bei einer gnadenlos guten 77-prozentigen Trefferquote. Das finde ich cool. Aber sind auch nicht umsonst hier Titelverteidiger. Ich glaube, Gensheimer hatte bis Ende letzter Saison hier noch bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt. Ihr dürft mich da aber gerne korrigieren. So, und wir sind zu Gast, wie gesagt, beim TSV Hannover Burgdorf. Und zu Gast in der Swiss Life Halle, Hall, ich weiß nicht. Torwart ist Martin Ziemer. Der liegt mit, ich glaube, in der Saison mit 33% gehaltener Bälle. Und ansonsten hätten wir hier noch den Kollegen Kai Häfner, den Rückraum, den rechten Rückraumspieler. Der hat, glaube ich, auch schon richtig, also es müsste der beste Torschütze bei den Hannoveranern sein, beziehungsweise bei den Recken, wie sie ja eigentlich heißen. So, ich glaube, das ist 20 Minuten, ist ein bisschen too much. Wobei, nee, wir haben auch letzten 20 Minuten gespielt, oder? Ah. Und die Ergebnisse waren, glaube ich, gar nicht so weit. Na gut, jetzt spielen wir 12 Minuten. Will euch ja in der Folge auch nicht langweilen. Und das war die erste Situation und der erste Save von unserem Goalie. Jetzt spielen wir hier mal einen Spielzug links oben und auch auf der anderen Seite zeigt Martin Ziemer hier, dass er, wie erwähnt, kein schlechter Goalkeeper ist. In den Kommentaren zum letzten Video, hier fällt das erste Tor durch Mortensen. In den Kommentaren zum letzten Video wurde ja gesagt, dass Verteidigung im Kreis. Heieieiei. Also ganz klar im Kreis verteidigt. Jetzt versuchen wir hier mal einen Offensivvorlauf zu nehmen. Klappt nicht. Müssen wir faulen. Wurde ja gesagt, dass 30% schon sehr gut ist beim Torwart. Das wurde dann hinterher korrigiert. Ich kann es mir nicht verkneifen. Ich muss auf die Kommentare eingehen. Leute, wenn ihr mir Infos geben wollt, was ich super geil finde, weil ich habe ja immer gesagt, Handball ist nicht mein Sport. Ich kenne die Basics, ich laufe hier gerade voll in die Leute rein. Ich kenne die Basics mehr aber nicht. Ist das sehr cool, wenn ihr mir dann Infos geben wollt. Aber diese Infos müssen passen. Es bringt mir gar nichts, wenn ihr da Sachen rauskloppt, die nicht stimmen. Ja? Genauso, nicht böse sein, aber so Infos wie, oder so Kommentare wie, das heißt nicht Defense, das heißt Verteidigung, das heißt nicht Steal, sondern Ballverlust, was weiß ich. Ja, tun weh. Die machen mich ein bisschen müde. Ja, weil ich gucke dann auf der DKB Handball-Bundesliga, auf der offiziellen Seite der Handball-Bundesliga gucke ich unter Statistiken, weil ich mal gucken wollte hier bei den beiden Teams, ne, wer denn so wo steht. Und dann gucke ich und dann steht unter einer Rubrik, abgekürzt STL. Und dann denke ich mir, das ist wie STL. Und dann steht das Stil. Also Leute, bitte, wenn ihr etwas schreibt und mich für irgendwas kritisiert, was ich wieder mal tue oder nicht tue, seid so nett und guckt, dass das dann auch hinhaut. Ne? Also wenn ihr mir sagt, das heißt nicht Stil, und ich gucke auf der offiziellen Handball-Bundesliga-Seite und da steht in der Rubrik, ne, steht dann Stil in den Statistiken, kriegt Bluthochdruck.
Das kann ich nicht gebrauchen. Finde ich dann auch unangebracht. Aber gut. Ich möchte mich jetzt auch gar nicht so sehr hier über die Kommentare äußern. Ich finde es halt nur ein bisschen schade. Ach, da ist er drin. Dass ich das dann jedes Mal lesen muss. Und jedes Mal wunderst du dich, dass der Fakt, der in dem Kommentar steht, irgendwie bewegt er sich komisch. So, dass der auf einmal gar nicht hinkommt. Das finde ich, gehört sich nicht, oder? Also, wenn ihr was zu sagen habt, immer raus damit, ist herzlich willkommen. Dann sollte das aber auch nach Möglichkeit schon hinhauen. Ja, ich kann nicht in einem Kommentar fünfmal sagen, hier, der Hallenboden war blau, und der ist gar nicht blau. Ja, und dann kommen nämlich wieder an so Kommentare, du bist gar nicht kritikfähig. Wie soll ich kritikfähig sein bei Sachen, die Blödsinn sind? Nee, da bin ich nicht kritikfähig. So, das nur am Rande. Also wie gesagt, Kommentare sehr gerne, aber wenn ihr mir Tipps und Hilfe geben wollt hier, was den Sport angeht, dann muss das passen, Freunde. Dann muss das passen, genauso wie, das heißt nicht Dreher, das heißt Roller, oder das heißt nicht Roller, das heißt Wurzler. Das heißt nicht Wurzler, das heißt Roller, Dreher, Wurzler. Auch das ist nicht hilfreich. Ich glaube, wir können uns da wunderbar einigen, wenn wir sagen, das Ding hat in den verschiedenen Regionen der Nation verschiedene Namen. Wenn ich euch sage, wie bei uns, ja, wie es bei uns heißt, wenn ich darüber rede, Fußball spielen zu gehen, ja doch, mit den Kollegen. Ja, dann ist das Pölen hier bei uns. Ja, und dann gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der sagt, das heißt nicht Pölen, das heißt gepflegt mit den Freunden auf dem Bolzen, ja, Bolzplatz wahrscheinlich auch nicht, auf dem Sportplatz den Ball hin und her schieben. Möglich, dass das da so heißt, wo ihr herkommt. Ich weiß. Und möglich, dass das auch die gängige Aussprache ist. Bei uns hier heißt es Pölen. Und ganz ehrlich, das werde ich mir auch nicht nehmen lassen. Das war schon immer so und das darf auch gerne so also sein. Wenn das bei euch halt anders heißt, dann ist das auch so. Dann habe ich das zu akzeptieren. Kann ich auch. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, und diese Diskussion hatten wir eigentlich mal auf meinem Kanal, ne? Weil ich gefragt habe, wie heißt das eigentlich, wenn man hier von der Seite reinspringt und den Ball halt, ja, so reindrehen lässt. Ja, sagt ja das Wort eigentlich schon, ne? Dreher, Roller wurde dann auch gesagt, ergibt ja auch Sinn, weil ihr dann also reinrollt. Und einer meinte, oder ein paar meinten halt, ja, bei uns heißt das Wurzler. Klingt auch cool, weil man ja irgendwie den Torwart wurzelt oder ich weiß es nicht, aber... Ja, diese abgeblockten Dinger, die nerven richtig, oder? Also, wie gesagt, ich kann das alles akzeptieren, nur, wenn ich das dann so aufgreife in den anderen Videos dann auch so nutze und dann kommen die Leute und sagen, nee, nee, das heißt gar nicht so, das heißt gar nicht so, dann nervt's. Bin ich ganz ehrlich, brauche ich nicht. Ja, ihr dürft nicht vergessen, das ist meine Freizeit, die ich hier für euch opfer, die ich für euch investiere. Bin gerne bereit, wenn jemand sagt, hör mal, das und das gefällt mir noch nicht so gut, ja, aber manche Sachen sind einfach nicht Geschmackssache, manche Sachen sind einfach Auslegungssache und die dürfen auch so bleiben, wie sie sind. Ich hoffe übrigens, dass das Spiel nicht wieder gleich crasht, das ist nämlich gerade bei der Aufnahme passiert. Da lag ich haushoch hinten, nur so am Rande. Hier ist ja gerade auch nicht besser, 9-7. Kai Häfner, vorhin angesprochen, Kai Häfner, wir kümmern uns jetzt wieder mal ein bisschen hier um das Spiel. Und das sage ich jetzt hier auch nochmal an dieser Stelle, weil ich habe nämlich echt die Schnauze voll, das jedes Mal sagen zu müssen. Oder mir jedes Mal anhören zu müssen. Das Spiel ist leider keine Sportsimulation. Dieses Spiel ist in vielen Bereichen stark limitiert. Es bringt also nichts, wenn ihr jetzt 100 Mal schreibt, du musst so und so, du musst mehr faulen, du musst das machen, du musst das. Leute, ja, ich kann natürlich hier jetzt faulen wie ein Kesselflicker. Dann bin ich aber auch irgendwann mal, ne, nach zwei Zeitstrafen, nach der zweiten Zeitstrafe eine neue zu bekommen, ist dann eine Disqualifikation. Da werde ich am Ende wahrscheinlich nicht mehr so viele Spieler haben. Es ist so. Ich kann es auch leider nicht ändern. Wenn ihr da ein anderes Spiel haben wollt, dann müsst ihr... rechts unten. Na, schade. An die Programmierer schreiben, an das kleine Programmiererteam. Oder einfach akzeptieren, dass das Spiel einfach ist, wie es ist. Och, das war aber einfach. Ich meine, schöner Spin-Move. Darf ich Spin-Move sagen? Schöner Dribble-Move. Darf man auch nicht sagen. Schöner... Seht ihr, da geht es nämlich schon los. Lasst mich einfach... Ich komme aus dem US-Sport. Lasst mich einfach sagen, wie es gemeint ist. Und tut einfach so, als würdet ihr verstehen, was ich meine. Ist ja auch nicht ganz fern jeglicher Realität.
Wenn man Relativität? Eieiei. Statistik auch wieder geil. 50% gehalten bei Hannover, 15 bei uns. Eieiei. Da muss ein bisschen näher kommen. Soll man einen Torwart wechseln? Ja, ne? Ich glaube, in so Situationen hätten wir schon längst den Torhüter wechseln müssen. 15% ist, boah, gar nicht gut. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Mittig. Ah, oh, guck mal hier. Wir haben einen Dings, einen zweiten Ball wieder bekommen. Ja, das ist dumm. Das ist dumm. Erkenne ich selber. Und dann, ja, wechselst du den Spieler hin und her. Und wenn du die Spieler wechselst, machen die eine Bewegung, auf die du gar keinen Einfluss hast. Das nur so am Rande. Weil ich halt immer wieder lese, mach das doch mal so, mach das doch mal so. Und ich mir nicht anders erklären kann, außer die Tatsache, dass die Leute, die da die besten Tipps und Empfehlungen haben, dieses Spiel noch nie gespielt haben. Denn vieles geht halt, wie gesagt, gar nicht. Auch wenn ich hier... Oh, Header, Header, Header! Sehr gut! Na, jetzt muss ich es oben machen. An die Latte! Erst hatten wir kein Glück, Freunde. Und dann kam noch Pech dazu. Den kann er haben. Ja. Den hat er jetzt auch im zweiten Anlauf. Spiel raus, jawohl. Nein! Falsche Taste. Oh nein! Ja. Na, ja, das war ein kluges Foul. Ja, an der Aktion gehindert, auch kein Vorteil, alles gut. So, wir müssen aber jetzt hier, Freunde, ohne Scheiß, genau das. Wir müssen jetzt mal langsam sicher hier mit guter Verteidigung auftrumpfen und Chancen nutzen. 12-10. Die Rhein-Neckar-Löwen, die sind dran auf 2 Tore. So, jetzt habe ich mich ausgekotzt, jetzt können wir wieder hier ein bisschen Handball genießen. Für alle die, die sagen, ja, ich weiß, dass das Spiel nicht mehr hergibt, ihr könnt das auch genießen. Ja. Also, nicht jeder muss sich jetzt hier angesprochen fühlen. Ich wollte es einfach nur mal so loswerden. Ist auch alles gar nicht so böse gemeint, wie es vielleicht rüberkommt. Kann gar nicht böse sein. Meistens. Und wenn ich böse bin, dann werdet ihr das mehr. So, Sigurdsson. Wir müssen, glaube ich, mehr über Sigurdsson kommen. Er passt und dann läuft er rein und knallt das Ding gegen die Laufrichtung ins Tor. So, ja, die haben natürlich Zeit jetzt. Das ist klar. Die wollen natürlich jetzt hier Zeit von der Uhr nehmen. Aber das ist unser Ball. Sehr gut. Also, wie gesagt, Verteidigung ist jetzt durchaus etwas aufs kurze Eck. Der Dreher oder der Roller oder der Wurzler. Wo auch immer in welchem Teil immer ihr in dieser Nation. Das ist ein Scheißsatz. Oh nein, da komme ich nicht ran. Aber er hat ihn. Torwartwechsel war Gold wert. Aus welchem Teil der Nation ihr auch immer kommen mögt. Oh, da hätte ich, glaube ich, keinen Hüftwurf nehmen dürfen. Da komme ich nicht mehr auf den Pass. So. Was haben wir denn? Ein hinten. Na, da war natürlich jetzt hier eine gute Gelegenheit. Ja, da faulen wir mal. Ah, gibt da 2 Minuten. Für was denn? Für was denn? Ach, ärgerlich. Dann unser Kreisläufer, einer der besseren. Haben wir. Ja, der hängt da im Block. Und da haben wir Düritz. Düritz links oben. Nein! An die Latte. Oder ans Lattenkreuz. Ärgerlich. Das wäre natürlich in Unterzahl ein ganz wichtiges Ding gewesen. Hier den Ausgleich zu erzielen. So, ja, sind ein bisschen ratlos, die Jungs. Kann der Schiri ja irgendwann mal jetzt gleich mal den Arm heben. Bei uns soll es recht sein, denn, ja, da sehen wir es. Unser Spieler kommt wieder und wir haben sehr gut verteidigt. Also, die Verteidigung bei den Löwen jetzt gerade äußerst angenehm. Nein, 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 den nehmen wir nicht. Wir bauen hier neu auf. Ja, wir bauen komplett neu auf. Machen sogar einen Spielzug, würde ich sagen. Oh, ich komme nicht links. Doch, jetzt kommt da links. Auf die Mitte. Ah, aber faul. Erik Schmidt hat da gefault. Gibt 2 Minuten gegen die Hannoveraner. Gegen die Recken aus Hannover. So. Nein, das wird nichts. Aber guck mal hier, guck mal hier. Nein! Zu spät die Taste gedrückt. Das war mein... Oh, komm ich nicht hin. Ganz klar mein Fehler. So. Bleibt innen. Macht innen dicht. Da haben wir. Jawohl! Also, die Verteidigung, die reißt es gerade hier richtig raus. Oh, aufs Knie. Den Dreher aufs Knie gespielt. So, ich bin in der Mitte unterwegs. Genau, so. Oh, da ist das Tor.
Wieder zwei Tore Führung. Und es sind weniger als 10 Minuten nur noch hier zu spielen. Ja, das haben wir... Oh, da bin ich durch. Oh, und dann schießen wir ihn quasi ins Gesicht. Wie ärgerlich. Wir haben unser Überzahlspiel gerade mal so gar nicht genutzt, oder? Das war wirklich richtig schlecht. Und ach, Kai Häfner. Macht er gut, aber unser Torhüter kann auch ein bisschen besser aussehen. Hüpft er zu einer Seite, wo eh nichts mehr los war im Tor, oder? Ja, aber der gegnerische Torhüter macht das schon immer ganz gut. Ich versuche jetzt hier ein bisschen... Ja, Offensivfoul. Ein bisschen irgendwie früher zu stören, sofern mir das denn möglich ist, weil... wenn ich einen Spieler steuere, macht die KI natürlich die anderen und... Ah, da komme ich nicht durch. Das bringt doch. Doch, jetzt komme ich durch. Jetzt komme ich durch. Na, ah, da ist das Ding. Sigurdsson wird da ordentlich durchgespült. Ist auch Verteidigung im Kreis, wenn ich das richtig gesehen habe eigentlich. Nun gut. Fakt ist, wir brauchen hier nochmal eine richtig starke Defensivleistung. Zum Beispiel so. Und dann. Weiß ich nicht, was er macht. Ich habe dreimal passen gedrückt. Dreimal werfen gedrückt. Ja, danke. Und er hat nicht einmal geworfen. Das ist zweimal zu wenig in der Regel. Vorteil, ja! Und das sind 2 Minuten und Tor. Starke Aktion von Sigurdsson da über außen. 15-14, also bringt sein Team auf ein Tor ran und sorgt dafür, dass der Gegner in Unterzahl spielen muss. 2 Minuten also jetzt hier. Ah, hat er! Sehr stark. Und jetzt also noch die Möglichkeit hier zum Ausgleich. Und wir gehen natürlich über den starken Sigurdsson. Und der macht schon wieder einen aufs kurze Eck. Ausgleich! Die Rhein-Neckar-Löwen, die sind wieder da. 1,5 Minuten noch zu spielen. Ah! Zu einfach. Fabian Böhm. Die KI geht da nicht hoch. Ja, die bleiben da stehen und gucken sich blöde an. Das ist natürlich richtig dumm. So, Sigurdsson. Was macht er? Was hat er noch im Köcher? Hier. Ah. Das war's. Ende. Aha, wir verlieren mit einem. Wie bitter. Aber ey, 15% gehaltene Bälle in der ersten Halbzeit. Das ist hart. Was haben wir denn? Wir gucken uns mal die Statistik an. Die haben 50%. Das ist, geht nicht. 50% hältst du nicht in einem Spiel. Das ist ja Wahnsinn. Total krank. Wow. Ja, guck mal. Zweite Halbzeit, 37% ist absolut im sehr guten Bereich. 15% in der ersten Halbzeit, ja, ergibt sich dann durchaus eine Quote, die ausbaufähig ist, aber in Ordnung ist über das gesamte Spiel gesehen. Aber 50%, naja, daran liegt es halt. Ne? Das ist halt ein bisschen zu viel und ein wenig schade, dass das Spiel in dem Schwierigkeitsgrad so limitiert ist. Keine roten Karten, gelbe Karten, 2 Stück auf beiden Seiten und Zeitstrafen. Guck mal, wir haben nur eine 2-Minuten-Strafe bekommen und die Gegner 3. Aha. Nicht schlecht. Ja, aber ärgerlicherweise diese 50% Torwartquote jedes Mal auf dem Schwierigkeitsgrad bei den Gegnern ist ein bisschen too much. Wenn sie das noch korrigieren könnten, könnte man auf schwer sehr gut tatsächlich spielen. Weil auf normal ist dann wieder zu einfach. Es gibt ja nur leicht, normal und schwer. Und normal ist zu easy, finde ich, für mich. Und schwer ist, ja, zu unrealistisch, weil die Torhüter da wirklich total durchdrehen. Und das kriegst du in der Regel nur mit viel Glück, ja, ausgeglichen. Nun gut. Spannend war es allemal, oder? Und ich bin äußerst gespannt daran. Letzte Woche haben wir ja mit unserer Tendenz, da hat ja, haben wir mit Kiel gewonnen, glaube ich, ne? Deutlich, glaube ich, mit 4 Tore Vorsprung in Flensburg gewonnen. Und es war ja am Ende anders. Es sah eine lange Zeit so aus, als würden die Kieler das hinbekommen. Ich habe mir das Spiel angeguckt tatsächlich. Und dann haben die gegen Ende des Spiels tatsächlich richtig viel Blödsinn veranstaltet, finde ich. Dazu waren da noch ein paar Schiedsrichterentscheidungen eigenartig. Aber auch schon der allerletzte Angriff war sehr komisch. Oder vertue ich mich gerade? Nee, doch. Das war schon irgendwie überhastet und auch viel ging über Duvniak, ne? Das war schon am Anfang sehr deutlich, dass er der ich meine, klar, ist ein Top-Spieler, aber ja, diese Ideenlosigkeit bei Kiel hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Aber trotzdem, war ein cooles Spiel. Ich hab's
gern geguckt. War Spannung drin, war Härte drin und war vielleicht jetzt nicht technisch so anspruchsvoll, aber ich fand es ganz cool. Ja, und ich bin gespannt, ob wir mit der Tendenz hier diesmal richtig liegen. Schaffen die Recken hier so eine kleine Überraschung und besiegen die Rhein-Neckar-Löwen? Wäre natürlich ein herber Dämpfer im Titelkampf für die Löwen. Ich bin gespannt. Natürlich wird das Ergebnis am Ende nicht rauskommen, aber rechnet noch mal einfach ein bisschen was drauf und wir gehen einfach nur nach der Tendenz. Wird Hannover die Löwen knapp besiegen können? Ich bin gespannt. Ich werde es mir wahrscheinlich, ja, ich denke, nee, Moment mal, Mittwoch, ich weiß gar nicht. Musste gucken, weil es ja auch Champions League Mittwoch. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Zumindest werde ich auf jeden Fall reinschauen. So, danke fürs Zusehen, Leute. Wie gesagt, schreibt die Kommentare oder schreibt in die Kommentare. Da freue ich mich immer sehr drüber. Aber schreibt, denkt bitte nach, was ihr schreibt und manche Sachen gehen halt nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie dann... Ich möchte da auch nicht in Zukunft dann sagen, hier ist schon wieder so ein komischer Kommentar, da antworte ich jetzt nicht mehr drauf, weil ich antworte auf eure Kommentare eigentlich sehr gerne. Ja? Und ich möchte eigentlich nicht zu jemand werden, der irgendwann mal sagt, hier, Kommentare werde ich jetzt gar nicht mehr beantworten, weil regst du dich eh nur auf. Da habe ich... Ja, ist nicht mein Ziel. Ich hoffe, euer Ziel ja auch nicht. Okay, im beidseitigen Interesse, schreibt in die Kommentare, votet natürlich wieder. Ne? Also letzte Woche war ein bisschen wenig. Votet wieder, welches Spiel ihr gerne sehen wollt oder welchen Verein ich spielen soll. Und wir haben ein Spiel verloren, ein Spiel gewonnen in unserer Bilanz hier auf Crunchtime United. Wenn Handball... wenn ihr noch mehr Handball sehen wollt, seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen, auf meinen Kanal zu kommen. Dort biete ich aber auch natürlich andere Sachen an. Sachen, wo ich auch ein bisschen mehr Ahnung habe. Bisschen mehr. So, okay, danke, Freunde. Bis nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Zeit. Macht's gut. Tschüss. Ja, Leute, das war's mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen oder auch über einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen Kanal, indem ihr hier auf Abonnieren klickt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer GoddyLP.